Hello, hello! Moto Austria steht wieder an und wir sind dabei heute. Alles, was du wissen willst, warum die Kawasaki hier steht, wo du überall Probefahrten machen kannst, kostenlos auf dieser Messe, das in diesem Video. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. 2020 war der erste Start für Motochecker auf der Moto Austria, das erste Debüt der Moto Austria. Wir hatten einen riesengroßen Stand und dieses Jahr wird alles noch größer, noch besser und schöner. Aber das Wichtigste zuerst: Auf der Moto Austria wird Kawasaki, Yamaha, KTM und alle Marken, die es gibt, vertreten sein. Ein Komplettangebot in Österreich, besser als auf der EICMA. Dort konnte man nicht einmal BMW sehen, beziehungsweise KTM hat einen Foodtruck hingestellt. Hier werden alle Marken groß vertreten sein und das ist für mich eine Priorität A. Priorität 2 in diesem Video sind auch überall Buchstaben versteckt. Wer am Ende mir per Mail an diese eingeblendete Adresse die richtige Kombination senden kann, der bekommt auch noch Tickets zugesendet. Wir losen unter allen Einsendungen insgesamt dreimal zwei Tickets aus. Also jeder Einsendung, die wir ausgelost haben, gewinnt zwei Tickets. E-Mail-Adresse hier unten. Mein Stuhl hier ist gerade leer, weil wir suchen dich da draußen. Wir suchen einen neuen Moderator für Motochecker und vor allem einen begeisterten Motorradfahrer. Jetzt stellt sich die Frage, bist du ein Moderator? Kannst du moderieren vor der Kamera? Dann komm unbedingt zur Moto Austria. Wir werden dort ein Live-Studio haben. In diesem Live-Studio könnt ihr vorsprechen und könnt den Menschen erzählen, von was ihr träumt und was ihr tut. Wir streamen das Ganze live auf TikTok und vor allem noch wichtiger, unter den besten Moderatoren bieten wir die Möglichkeit an eine Vollzeitanstellung hier in der Firma in Motochecker in Oberösterreich bei Wolfhand. Dementsprechend freue ich mich auf ganz viele Vorsprecher, die versuchen wollen, hier meinen Stuhl einzunehmen. Und ich bin schon gespannt, wer von euch da draußen sich qualifiziert und in Zukunft diesen wunderschönen weißen Stuhl einnehmen möchte. Aber ich möchte euch heute vor allem sagen, was könnt ihr bei uns machen, bei uns in der Halle, bei unserem Stand, denn wir haben einiges vor. Einerseits werden wir ein großes Adventure-Testival bauen, wo ihr Adventure-Motorräder fahren dürft. Ihr braucht kein Helm mitnehmen, ihr braucht kein T-Shirt mitnehmen, kein gar nichts. Führerscheinrecht komplett aus, ihr könnt euch online jetzt schon registrieren für euer Motorrad und dann habt ihr einen eigenen Slot für die Halle zum Fahren. Das Ganze findet indoor statt für Adventure-Motorräder auf Erduntergrund und vor allem noch wichtiger, es gibt auch ein Road-Testival, das ebenfalls powered by Motochecker ist und dort könnt ihr Straßenmotorräder ausprobieren. Alle Marken sind fast dort wieder vertreten, egal ob es Kawasaki, Suzuki oder Yamaha ist, diese Marken könnt ihr auf jeden Fall dort schon fahren. Die einzige, die ihr nicht fahren könnt, soweit ich das weiß, bis jetzt ist KTM, die sind da nicht dabei, aber alle wichtigen Marken haben sich dazu committed und die dürft ihr auch ausprobieren. Auf zwei Testbereichen, Anmeldung funktioniert online oder wenn ihr euch kurz entschlossen habt, auch vor Ort könnt ihr zur Registrierung bei uns gehen am Stand und könnt euch dann anmelden für die Probefahrt. Wichtig ist auch, bei unserem Stand gibt es eine Sache, die es so auch noch nicht gegeben hat. Wir haben eine Influencer-Launch am Stand, wo ihr alle möglichen Influencer treffen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Die sind vor Ort und vor allem alle Influencer sind von mir auch herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Wir laden alle YouTuber, Instagrammer, TikToker, Snapchatter zu uns ein in die Launch. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Ebenfalls gibt es eine eigene Fotowall, wo ihr dann treffen könnt, die unterschiedlichen Influencer. Dazu seht ihr aber die meisten Informationen ganz einfach auf der Moto Austria Instagram-Account oder auf dem Moto Austria Facebook-Account. Man sieht auch hier, rechts ist unser Testival, unser Adventure-Testival. Das ist deutlich größer als das Road-Testival, weil für mich wichtig war, ich wollte mal was anderes machen. Ich wollte nicht nur diese klassischen Indoor-Aktivitäten haben wie Elektrofahrrad fahren, sondern ich wollte echte Motorräder zum Fahren haben. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Der Untergrund, den haben wir letztes Jahr schon getestet, der ist okay, der ist jetzt nicht der Burner, er ist vielleicht ein bisschen rutschig teilweise, aber durch gewisse Maßnahmen, die wir getroffen haben, ist das deutlich besser und wir hoffen, dass das so funktioniert, wie ich mir das erwarte. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass es so funktioniert, wie ich es erwarte. Darüber hinaus haben wir ein eigenes Paddock-Lager gebaut. In unserem Paddock-Lager findet ihr unterschiedliche Motorradmarken, die alle dort ausgestellt sind, wo ihr Probe sitzen könnt, wo ihr euch das Motorrad auch anschauen könnt, nicht nur am Stand, sondern auch direkt bei uns. Ich weiß zum Beispiel von Yamaha Österreich, die haben richtig viel, die haben 11 Fahrzeuge bei uns am Stand stehen, die ihr bei uns sehen könnt. Die Neuheiten haben sie am Stand und alles zum Probieren und zum Anschauen haben sie dann bei uns auf den Platz gestellt. Wichtig dabei zu sagen, es gibt auch eine Möglichkeit, ohne Motorradführerschein bei uns Motorrad zu fahren. Harley Davidson bringt ihren Simulator mit an den Start und wir können mit dem Simulator dann
einfach ohne Führerschein aufsteigen, schalten, bremsen, kuppeln und ausprobieren, wie so ein Motorrad klingt und funktioniert. Ihr müsst dafür nur in unsere Halle kommen, an unserem Stand. Ich blende euch das hier nochmal ein. Wir werden dort auch in der Halle sein, wo unter anderem Suzuki ist, wo Yamaha ist, wo die großen Marken sozusagen auch dabei stehen. Das ist natürlich ziemlich cool, weil dadurch sind wir am Testival richtig nah dran. Darüber hinaus möchte ich euch auch gleich mal ein paar Fahrslots definieren, wo ihr euch anmelden könnt bereits. Das Rahmenprogramm findet ihr unter anderem auf der Moto Austria Seite. Doch unser Rahmenprogramm ist klar. Wir starten von 9.45 Uhr mit den ersten Probefahrten bis 16.45 bzw. 16.30 Uhr, wo die letzte Probefahrt auf der Messe dann abgeht. Ihr könnt euch vorab registrieren auf dem Roadparcours oder auf dem Adventureparcours. Warum? Wir wollen da einfach einen Unterschied machen. Straßenmotorräder sollen auf der Straße fahren, Adventure-Motorräder sollen in das echte, ehrliche Szenario hineinkommen und dementsprechend haben wir das so gemacht, dass ihr zwei unterschiedliche Varianten habt, wo ihr dann hinfahren könnt. Darüber hinaus auch ein ziemlich geiler Punkt, eine FMX-Show findet genau gegenüber von uns statt, immer nachdem unsere Testparcours abgeschlossen sind. Das heißt, zwischen 9.45 und 10.30 zum Beispiel, da sind eben einmal Adventure, einmal Road. Und dann ist eine Pause von einer Stunde und in dieser Stunde Pause findet daneben eine große FMX-Show statt mit echten Stars. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es erwähnen darf, dementsprechend erwähne ich es nicht, aber die kennt man auf jeden Fall in der Szene und ihr findet alles dazu dann auch auf der Moto Austria Webseite, was das Rahmenprogramm angeht. Aber selbstverständlich könnt ihr uns dort auch alle treffen. Ich habe natürlich Sticker wieder dabei. Jetzt haben wir echte Moto-Checker-Sticker auch am Start für euch und diese Sticker könnt ihr euch, wenn ihr mich trefft, abholen. Oder ganz einfach bei uns am Stand werden wir auch Sticker aushändigen bei der Registrierung. Das heißt, jeder, der zur Registrierung geht, bei uns am Stand, bekommt von unseren Motochecker-Sticker zur Verfügung gestellt. Kostenlos, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen. Ich werde selbstverständlich alle Tage auf der Messe vor Ort sein und für euch da sein, eure Fragen beantworten. Und ich hoffe auch zu dem einen oder anderen Test die Welt dabei sein zu dürfen und mit euch gemeinsam über die Motorräder zu sprechen, wenn ihr sie gefahren seid. Denn es wird ein riesengroßer Spaß, glaube ich, weil halt einfach so viele große und tolle Motorradmarken dabei sind. Vielen Dank für das Vertrauen der Motorradmarken und vor allem auch vielen Dank für das Vertrauen an die Messe Wels, dass wir diesen Stand in der Form überhaupt umsetzen dürfen, denn das ist eigentlich noch nicht oft gemacht worden, beziehungsweise mit Offroad Indoor. Das habe ich noch nirgendwo auf einer Halle, Messehalle gesehen oder in einem Messekonzept. Dementsprechend coole Idee, coole Umsetzung und ich freue mich einfach drauf. Ja, ihr merkt schon, wir haben große Pläne fürs nächste Jahr und ich hoffe, ihr lasst mich nicht im Stich und ihr besucht mich. Und vor allem, ihr bucht zahlreich eure Fahrplätze, um einfach mal Motorräder ausprobieren zu können, die ihr sonst nicht ausprobieren hättet können. Es ist eine riesengroße Liste an Fahrzeugen, es sind viele Fahrslots für euch verfügbar und ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie ihr das ganze Angebot von uns annimmt. Das ganze Team, egal ob da Simon der Kamera, der Jules, die Nina, der Valentino oder der Medin oder der Ewald oder ich darf jetzt keinen vergessen, der Paul Bachmann, egal wer da in dem ganzen Projekt involviert ist, wir haben da Monate an Arbeit investiert, dementsprechend hoffe ich, dass bei euch da draußen es auch gut ankommt und ich freue mich irrsinnig auch über Feedback, wie ihr unseren Stand fandet. Wir haben alleine ein riesengroßes, 7 Meter großes Archgate gekauft, was richtig viel Asche gekostet hat, damit ihr uns auch finden könnt. Wir haben über 40 Beachflex gekauft. Wir haben richtig viel da rein investiert, deswegen hoffe ich, dass ihr das auch annehmt und schätzt. Und vor allem, viel wichtiger, dass ihr mir Feedback gebt, was ihr cool fandet und was ihr nicht cool fandet. Denn so ein Messestand ist ein irrsinniger Aufwand. Aber wenn es euch gefällt, bin ich nicht abgeneigt, darüber nachzudenken, nicht noch mehr Messen zu machen und vor allem auch deutsche Messen zu machen, quer übers Land verteilt. Weil es kommen viele von euch aus Deutschland auch. Dementsprechend überlegen wir als Team immer nach Deutschland ein bisschen zu gehen. Jetzt machen wir mal die Moto Austria und dann schauen wir weiter. Es ist das erste Mal, dass ich selbst auftrete ohne einer zweiten Firma. Es ist wirklich alles sozusagen in der Endverantwortung bei mir jetzt aktuell. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, ihr nehmt mir die Nervosität und meldet euch da brav an beim Probefahren. Boah, ja, ich bin richtig gespannt. Das ist, glaube ich, das ist mein größtes Projekt. Also ganz ehrlich, wir sind am Stand 20 Leute mit Probefahrten und Co., mit Kameramann, mit mehreren Kameramännern vor Ort, weil wir eben auch diese Influencer-Lounge betreuen und so weiter. Also seid mal so gut, verzeiht es mir. Vor dem Start der Messe wird es wahrscheinlich viel Messe-Content auch jetzt geben in den nächsten Wochen, weil es halt viel, viel organisatorisches Thema ist und für uns einfach das wichtigste Projekt derzeit ist, was wir bis Februar abwickeln müssen. Ja, und das komplett alleine, ohne irgendeiner zweiten Firma. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös, aber ich glaube, das merkt man eh schon. Vor allem, wenn man die Dimensionen kennt und diesen Plan sieht, wo man sich denkt so, okay, wir haben einen ziemlich großen Stand, irgendwie müssen wir den bespaßen.
Ich freue mich einfach drauf. Es ist, ich glaube, es werden die Hölle. Die letzte Moto Austria war für mich die Hölle. Ich bin so tot gewesen, so müde danach gewesen. Aber es war damals so geil. Und jetzt, 3, 4 Jahre danach, wieder eine Messe mitzumachen, ist für mich eins der größten Dinge, wo ich sage, hey, da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Und deswegen freue ich mich einfach wie ein kleines Kind drauf. Aber natürlich, das ganze Team kämpft. Respektiert es bitte und vor allem gebt auch Feedback, was euch gefallen hat. Gerne in den Kommentaren, schaut vorbei und dementsprechend kann ich nur noch sagen, schauen wir mal, was wird. Was wird.